We are honored. We found ourselves creatures. Allah. How we found ourselves creatures? By the Creator. He created us. We found ourselves a creature. Someone who can say Alhamdulillah. Someone who can say Shukr. Someone who says Alhamdulillah. There is adab. Anything else is not adab. If you come to the Shaykh for another reason, then to be nothing is not the right adab. So you must be not offended if you don't see the Shaykh. If you visit, it's difficult to see him because he is less outside. You must not be offended. Your niyat is enough to the niyat to be nothing in front of the saint. You don't know who is the saint. You know Maulana Shaykh. Yes, you know his outward form, but you don't know him. How do you know him? How you know him and you are something? How is possible? And you are judging, everyone is judging, everyone is judging, saying, oh, Maulana said this is Khalifa, that is a new Khalifa, the best Khalifa. What do you know? You listen some words, but you don't know the meaning. You know the meaning of Sultan al-Awliya? MashaAllah. How? You must be Sultan al-Awliya also. Then you know the meaning. You can say. If you're not, don't say. Shut up. Be quiet. Be quiet. At least. At least. Be quiet. In the presence of the Shaykh. In the presence of the Quran. In the presence of Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. What they sent to us. Be silent. Be silent. Wait what they are sending to your heart. Which opening? According to your intention, to be silent, to do nothing, they will open for you, for us. That is what we are hoping. We are asking. We are asking to, from our Lord, through our Shaykh, to take the illusion from us to be this or to be that. And we want this, and what shall we do? This is difficult times. We want to be with Mehdi alayhi salam, and what should we do? How many kilos we should put in our cellar from rice and bread and I don't know what conserves and for the difficult times? What shall we prepare? What shall they ask in telephoning? What shall we prepare? Oh, no, said, it's the 10th of Muharram, finish. What shall we prepare? How many kilos? Yeah. One day is enough for 40 days. If Mehdi alayhi salam coming, one day is enough for 40 days, isn't it? What? And before that, there's some time. Okay, 5 kilos is okay. Prepare a heart, a clean heart. Prepare the nothingness. Throw away your ego. Throw away your illusion. Throw away your illusionary hopes. Throw it away, far away, far away. Be a servant, be a servant. You are for servants. You are what? A servant. What is your highest station? To service, to be a servant. Highest station, servant. Best name of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He liked most, sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdallah, he said, labeek, Allahumma labeek. Abdallah, he was so happy. Abdallah, the highest maqam. May Allah raise his station, make it more radiant to everyone, to know every heart, every cell, every human being, enlighten him with the light of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All these Christians, Jewish people, rabbis, bishops, everyone, state governors, I don't know who, what, they have to accept. If they say, no, that is lying if they are not accepting. May Allah raise his station and his beauty in the universe. Amen. Yes, that is. You have to accept. No?
What do you want to do if the sun is shining? Hey. And then you say no. Yes, you have to be careful. In Deutsch, sagen wir auzubillahi minashaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Möge Allah subhanahu wa ta'ala an die Sprechende der Erlaubnis des Scheichs und mit seiner, was immer er uns schickt. Und ansonsten können wir unseren Mund nicht aufmachen und uns nicht bewegen auch. Alhamdulillah. Und wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala um das rechte Adab. Und wir fragen, was ist das rechte Adab? Das rechte Adab ist, dass wir unser Ego und mit allem, was damit zusammenhängt, beiseite lassen. Weglassen, dass wir nichts werden, nichts sind. Ja? Man sagt, was der Eckhart hat gesagt, entwerden. Entwerden vom Ich, entwerden. Entwerden von allem, entwerden. Entwerden heißt tatsächlich nichts, Fana. Fana. Entwertung. Wir sind ununterbrochen damit beschäftigt, unser Ego, unser Kopf, unser Denken, was wir werden können. Ständig. Ich möchte gesund werden, ich möchte stark werden, ich möchte schön werden, ich möchte mehr Anerkennung haben, ich möchte mehr dieses, ich möchte dahin, ich möchte das lernen, ich möchte das werden, dies werden, ich möchte ein Heiliger werden, ein heiliger Strohsack zum Beispiel und ein heiliger, was weiß ich, ein Murid, ein Schüler und möge doch der Scheich mich akzeptieren, ich bin doch so gut, jetzt war ich doch schon so gut, jetzt kann er mich auch mal angucken. Der Scheich. Ja. Und wieso akzeptieren mich meine Brüder nicht, wo ich so toll bin? Ich wollte immer so toll sein. Ich möchte mit sozial sein, dass mich Leute sehen, dass ich was, ich möchte was Gutes, ich möchte gut sein. Ach, könnte ich doch mal gut sein. Ich will gut sein. Wir sind ein Verein der Guten. Sei nicht zu gut. Nimm das Mittelmaß. Islam ist das Mittelmaß, ist die Mitte. Ja? Islam heißt Frieden finden. Ja, Frieden finden durch Hingabe. Der Friede ist ein Mittelmaß. Nicht zu viel davon und nicht zu viel davon. Ja, denn Frieden heißt Ruhe. Perfekte Ruhe. Ja, das ist Frieden. Und in dieser Ruhe, in diesem Frieden, ja, passiert, was immer passiert. Ja, passiert was. Darauf hast du keinen Einfluss. Du musst nur den Frieden schaffen. In dir. Dafür ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam perfekt zu zeigen, was Frieden ist. Was ist Frieden? Ja, die perfekte Balance. Frieden ist Balance. Nicht extrem zu sein. In keiner Hinsicht. Ja, in keiner Hinsicht. Deswegen hat der Prophet gesagt, ich esse und ich faste. Und ich schlafe und ich wache. Ja, und ich tue dies und ich tue das. Ich bin mit den Menschen und ich bin mit Allah. Und ich mache Zikr und ich mache das. Aussichtlich. Perfektes Sein, in Frieden zu sein. Das Richtige tun zur richtigen Zeit im richtigen Moment. Hindern tut uns daran unser Ego. Unsere Illusionen. Unsere illusionären Vorstellungen von uns selbst. Und von dem, was wir werden möchten und sein möchten. Ja? Und dies klappt nicht. Und diese Beziehung ist nicht. Und der streitet mit mir, wo ich doch recht habe. Wo hast du recht? Was für ein Recht hast du? Allah hat dich erschaffen. Welches Recht hast du? Sag mir, du bist erschaffen von Allah. Du bist ein Schöpfungs, ein Geschöpf. Welches Recht hast du? Außer zu sagen, Alhamdulillah, Dankeschön. Ja Allah, du hast uns geehrt, wodurch, dass du uns erschaffen hast. Lakat karamna beni adam. Ja, habe euch erschaffen und geehrt. Aber die Ehre, die hat uns geehrt. Er ehrt uns. Das ist nicht zu Ende. Er ehrt uns. Aber wir pennen, wir schlafen, wir nehmen es nicht wahr, weil wir was sein wollen. Wir wollen was sein. Möge Allah uns Adab geben. Ja, vor dem Scheich.
vom Propheten Mohammed, von den Brüdern und Schwestern. Sei nichts, sei ein Diener. Diener. Diener ist das Höchste. Abdallah. Du bist erschaffen, zum Diener zu sein. Ne? Heißt im Koran. Wahrlich, ich habe die Menschen und die Dschinn nur erschaffen, um mir zu dienen. Zum Dienst. Sei ein Diener. Und wie machst du das? Diene dem Nächsten. Diene deinem Nächsten. Diene deinem Nächsten. Sag nicht, ist zu viel, das kann ich jetzt nicht machen, der kommt schon wieder an. Und dies und das. Nein, diene deinem Nächsten. Diene und sei, hab keine Angst. Ja, diene den Dienern Allahs. Und alle müssen verstehen. Ja, der Prophet Salomon hat es in Perfektion gebracht, ja, in Vollkommenheit. Ja. Er ist der Lehrer Adams, hat der Scheich vor einer Woche oder so gesagt. Ja. Sayyidina Muhammad Salomon hat es im Koran genau gezeigt, weil der Prophet Salomon ist Mu'allim an-Nas, ist der Lehrer der Menschen. Mu'allim an-Nas. Der Menschen, aller Menschen. Ja? Der Artikel sagt alle Menschen, nicht unbestimmt. Mu'allim Nes, Nesin, Nes, nee. Mu'allim an-Nas, der Lehrer der Menschen. Er. Und dann heißt es, er hat Adam die Namen gelehrt. Ja? Den ersten Menschen hat er gelehrt. Adam hat, ja? Er hat Adam die Namen gelehrt, den Menschen gelehrt. Ja, wer ist das? Dann? Wenn der Prophet Mu'allim an-Nas ist, Sayyidina Rasulullah. Er hat dem Adam die Menschen, die Namen gelehrt. Sayyidina Rasulullah. Awwalina wal-Akhirin. Er hat sie gelehrt. Niemand anders. Und er lehrt sie noch. Und er lehrt sie noch. Rasulullah. Mögen wir inshallah und das, die Leute. Alle Menschen müssen das akzeptieren, wenn sie gerettet werden wollen, wenn sie in die Glückseligkeit eintauchen wollen, ja, wenn sie in die Schönheit eintauchen wollen, in die Barmherzigkeit eintauchen wollen. Ja. Lasst, ja, das Nafs, das Ego, lasst und komm. Wie kommst du zu mir, Bayazid? Lass dein Ego und komm. Wie soll ich zu dir kommen, ja Allah? Lass dein Ego und komm. Lass und komm. So einfach. Möge Allah uns das in unser Herzen geben. Das ist ein Geschenk. Das ist ein Geschenk. Ja. Und der Meister, der Scheich, Al-Waliullah, er hat für dich die Schlüssel in der Hand. Die Schlüssel dazu, nichts zu werden, ja, hat er in der Hand, die Schlüssel. Allah hat es nicht dem Zufall überlassen, hat es nicht so eingerichtet. Sondern hat es so eingerichtet, dass Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam die Schlüssel hat und der Prophet gibt es weiter an seine, die ihn vertreten, an Waris Rasulullah. Und er hat es gezeigt, wie die Balance ist im Menschen, wie der Friede ist und das muss jeder sehen. Ja. Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ist die Sonne, er ist das Licht der Schöpfung von Anfang und in Ewigkeit, von Vorewigkeit in die Nachewigkeit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und das müssen die Leute sehen. Wenn die Sonne da ist am Himmel, ja, dann kannst du nicht leugnen. Wenn du leugnest, leugnest du. Bleibst du im Dunkeln. Aber ihr werdet euer Ziel nicht erreichen. Ihr werdet euer Ziel nicht erreichen. Nicht mit eurer Magie, nicht mit euren Täuschungen, nicht mit euren Tricks, mit gar nichts werdet ihr das erreichen. Außer die Dunkelheit. Die könnt ihr erreichen. Oder das. Sagt, macht Allah Spiele. Steht da drin im Koran, dass da Spiele gemacht werden? Steht dran, dass keine Spiele gemacht werden. Kein Zeitvertreib. Das ist Hack. Und kein. Und steht, wenn ihr sagt, das ist vorbei. Joking Time ist zu Ende. Ist zu Ende, geht gerade zu Ende. Joking Time. Ja, die freie Time, die freie Zeit. Noch etwas zu tun, ist jetzt schließlich und ist jetzt zu Ende. Deswegen muss man alle. Die müssen aufhören zu lügen. Die Rabbis, die Priester, die Bischöfe, die Imame, die was Falsches erzählen. Alle müssen sagen, Sayyidina Muhammad ist Hack.
Und wenn sie es hören, müssen sie sagen, ja, wir akzeptieren diese Wahrheit, wir akzeptieren das. Wir haben noch nicht davon gehört, wir akzeptieren das, oder wir haben schon davon gehört und wir bereuen und wir akzeptieren die Sonne am Himmel. Das Licht. Das ist das. Das muss in unseren Herzen passieren. Für jeden Einzelnen hat jeder Einzelne die Aufgabe im Herzen, das herzustellen sozusagen, diese Akzeptanz, und sein Ego zu lassen. Was haben wir für Mächte vorbereitet, fragen Sie. Sie rufen an. Sheikh Wendy hat gesagt, um 10 Uhr ist ja alles zu Ende. Dann kommt ja, nichts geht mehr, bleibt zu Hause, nicht mehr reisen. Wie viele Kilo sollen wir kaufen? Reis. Und andere Sachen für die schlimme Zeit. Was, oder was sollen wir vorbereiten? Was können wir sonst noch machen? Ja, nach Löcher bohren, ja, Wasser bohren, dies, das. Ja, hast du schon Wasser gefunden? Nee, noch nicht. Ich habe gerade den Bohrer bestellt. Okay, was kostet das? Ja, eBay. Bei eBay kann man eingeben. Ja. Wie viel Reis, Sack Reis hast du? Spiel mal ein und Sack Reis ab. Okay. Und wir sind voll am Vorbereiten für Matti. Was für eine Vorbereitung. Wenn er kommt, bist du weg. Weil du kannst den Sajani nicht tragen. Wenn er sagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dann sind alle, die es nicht tragen können, mit der Technik zusammen, gleich im Achera. Das ist deine Vorbereitung. Denn er sagt, Reis warten auf dich und du bist aber schon gegangen. Wir müssen uns den Herrn vorbereiten. Das ist kein Spiel. Wenn Mächte jetzt noch kam, der kommt nicht mit nichts. Die ganzen Mächtig, die alle sagen, sind mächtig. Ich habe eine ganze Liste von Mächtigen zu Hause. Ja, es gibt nicht wenige, die sagen, sie sind mächtig. Weil sie den Wind haben sie gespürt von Mächtig Islam. Sie sind so mal gesucht, dass sie sagen, oh, ich bin's. Ah, ich wusste, habe ich nie gedacht, aber ich bin's. Oder war ich jetzt Isa? Nach Isa spüre ich auch was. Vielleicht bin ich Isa, vielleicht bin ich beides. Gibt's auch, wir haben beides. Mächtig Isa, nur Mächtig und Isa. Alles. Ich habe eine Liste, wenn mich einer anruft und sagt, hör mal Hassan, entschuldige, dass ich dich jetzt benutze, aber ich bin's halt. Ich muss es dir sagen, einen muss ich dir sagen. Dann sage ich, Moment, dann gehe ich meine Liste hoch und sage ich, mein Bruder, du bist Nummer 786. Nummer 786. Boah. Ja, und du kriegst Bescheid, in 3 Monaten ist die Wahl. Was soll man machen? Fast 1000 Mächtiges, 1000 Isern, muss er wählen. Demokratisch, dämonkratisch. Da kommt die Wahl, du kriegst Bescheid. Und dann guckt man, wer gewählt wird. So ist es, mashallah. Die Börek-Esser sind Esser und Mehdi. Astaghfirullah. Sheikh Wendy sagt Astaghfirullah. Ja, wenn Mehdi kommt, dann weißt du, dass Mehdi ist. Du weißt es so haargenau, wie die Sonne am Himmel scheint. Wenn er kommt. Jeder Mu'min hat so, kriegt so einen Iman, der bereit ist und sich vorbereitet hat, so einen Iman, dass er strahlt, dass 1000 Leute vor dem verschwinden. 1000 Kuffar. Ja. Weg sind. Das ist Mehdi al-Islam. Nicht irgendwie kommt mit gar nichts. Ich bin Mehdi. Gib mir mal einen Barek. Eine Konferenz. Ich bin der Mehdi. Wir kommen gerade zur Wahl. Möge Allah uns beschützen, inshallah. Über alle Illusionen, inshallah. Und uns helfen, unser Herzen zu reinigen, inshallah. Und nicht die Sonne zu leugnen. Und zu wissen, dass er nur mit nichts, nichts ist das Ziel. Verstehst du? Nichts, nicht irgendwas, du willst das noch sein, das noch sein, ist alles noch zu viel. Was willst du sein? Was denn? Außer zu sagen, danke, Alhamdulillah. Und alle machen das. Alle Geschöpfe außer der Mensch sagen Alhamdulillah, Asta. Ja, Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahi, Wallahi, Wallahu Akbar, Wallahu Allah, Wallahu Akbar, Wallahu Allah, Wallahu Akbar. Alle Geschöpfe, jedes Atom, jeder Stein, jeder Regentropfen, jedes Grashalm, alles sagt das. Lobt Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nur der Mensch nicht. Der Mensch ist klasse. Der Mensch hat seine eigene Klasse. Er ist der Dickkopf. Er ist der Dickschädel. Er ist der Stolze. Er ist mit Shaitan. Er hat Shaitan. Und wenn er auf Shaitan hört, wird er Shaitan. Dann ist er wie Shaitan. Dann handelt er wie Shaitan.
Was ist denn dann? Schlimmer als das Schlimmste, was es überhaupt gibt. Tiere sind, mashallah, oben, der Mensch ist unten. Ignoranten, Ungläubige, die alles leugnen. Furchtbar, sind keine Menschen. Kannst du nicht als zur Menschheit sehen. Noch nicht mal zur Tierwelt. Dann wird sie untergehen. Asfal ist dafür hin. Das, was am untersten an der Schöpfung zu finden ist, überhaupt da sind die Leute, die das leugnen. Die Allah subhanahu wa ta'ala leugnen. Den Schöpfer leugnen. Und man muss, inshallah, möge Allah uns die Öffnung geben, inshallah, in unseren Herzen, zu empfangen, was zu uns kommt. Zu empfangen, zu bedanken und zu tun, zu hören und zu folgen. Listen and obey. Und nicht zu leugnen. Und man muss mit Weisheit sein. Ja, seid mit Weisheit. Ja, tut nicht überall eure Sachen raus, ja, wo es nicht angesagt ist. Das ist Verschwendung. War mal ein Falke. Ein edler Vogel, ja? Der ist geflogen, gereist. Und als es Nacht war, da ist er müde geworden und hat geguckt, wo er übernachten kann. Und da fand er Fledermäuse. War eine kleine Fledermauskolonie. Ist da runter und hat die Fledermäuse gefragt, kann ich hier bei euch übernachten? Die Fledermäuse sagt, ja, klar, wir sind gastfreundschaftlich. Du kannst bei uns übernachten. Übernachten. Der Falke übernachtet, am nächsten Morgen sagt er, vielen Dank, ihr Fledermäuse, isst noch schön Frühstück. Oder, ja. Und dann sagt er, jetzt fliege ich dann weiter. Da sagt die Fledermäuse, Moment, es ist gerade hell geworden, wie kannst du jetzt fliegen? Ja. Einen Tag fliegen, bist du verrückt? Es ist gerade hell, da kannst du nicht fliegen. Du kannst nur nachts fliegen, wenn es dunkel ist, Fledermaus. Dann sagt er, nee, ich fliege mal am Tag. Mein Leben lang schon, also auf zu lügen. Was erzählst du? Mach hier unsere Leute nicht verrückt. Kannst am Tag nicht fliegen, erzähl nicht sowas. Ah, je. Oh, ihr Fledermäuse, wo seid ihr? Natürlich am Tag, ich fliege immer am Tag, ich kann nicht. Pass auf, gib's gleich Schläge. Sei ruhig. Und er dann, Moment. Ja, aber, sag ich aber, wollten sie schon gehen. Ja, die wollen ihn töten. Weil der sagt, am Tag fliegen ist okay. Dann hat er das begriffen, der Falke hat gesagt, ja, Entschuldigung, ich war ein bisschen emotional. Nee, am Tag kann man nicht fliegen. Entschuldigung, ich habe es gerade vergessen. Ja, ich bleibe bei euch jetzt den Tag hier immer noch, nachts fliege ich dann weiter. Das hat ihm das Leben gerettet. Dann ist er dann nachts weitergeflogen. So mit Weisheit. Ja, mit Weisheit. Nicht immer direkt. Flieg nachts, ja, wenn es nicht anders geht. Aber gib dir Licht. There was a story. You have to use wisdom. Wisdom with your. You have to protect your iman. That light, what Allah gives you in your heart, and what they are distributing, the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Waris Rasulullah, what they give to you in your heart, you have to take, protect it, and don't show to people for what you show this, what you want, except from Allah. No? Say thank you, alhamdulillah, and keep it. No need to show to anyone. Yeah? Be with wisdom, protect it, increase your capability of taking the tajallis of Maulana, of Rasulullah, of the light. Yes, there was a story, there was a falcon, which is, give a picture from that, a falcon, good bird, yes, he is traveling, and one night he is tired, and he is looking down, and he sees a colony of bats, in darkness they are alive, bats. He is going down, he says, oh bats, I like to stay with you tonight. Can I be with you? They said, yes,
welcome, we are hospital, we are practicing hospitality, you are welcome, stay here. And he is staying, and the next morning he says to the vets, thank you very much, now I am going on, inshallah, it's my traveling, it's daytime. But they said, no, you, it's daytime, you cannot go. It's light, there's beds, they are not, you know, they're only happy in the darkness. They said, no, you cannot go, it's daytime, stay here. What are you saying, daytime traveling, are you crazy? He said, no, come on, I always travel in the daytime. Don't say this, the people are listening, what are you saying here? Nonsense, traveling daylight, are you crazy? Don't, shut up, be polite. We are your host. He said, my people, what are you saying? No, I'm traveling on. Oh, sir, we beat you, we kill you. Stop it. No, this revolution, rebellion. No. Oh, and then he realizes. He said, okay, I'm not insisting. You are right, it's true. I was forgetting. No, you cannot travel in daytime. No. Nighttime. I am resting with you now. So he stayed all the day with them, and nighttime he said, okay, then, with your permission, I am. And nighttime he is going, no problem. Yes, Allah gives him light, inshallah. Yes, we have to be careful. Yes, we have to be careful. And appreciate, inshallah, what Allah gave to us. It is only the ego, nothing else, which prevents us from listening to the truth and acting according to it. Only the ego, there's nothing else. The pride and the proudness of ego and shaitan is whispering how to do that, how to deny, how to be a kafir, how to put blankets on the truth and cover the truth. Yes, how to do that. The shaitan is teaching, inshallah, and the ego is accepting this because the ego likes to be something. Ego is against this, against that adab, what we are saying in the beginning, to be something. Ego is saying, no, I want to be something. That's the nature of the ego. It's growing, it is something. It was nothing in the beginning, then it grows, it's something. It's used to be something, it has a habit to be something. It's full of habits, you cannot escape. You have habits about thinking, habits about talking, habits about doings, habits. You are so much from habits, you cannot help it. No, you have to say, La hawla wa la quwwata illa billah. Help me, oh Allah, help me, my Shaykh. I want to be nothing, to finish that program. It's a fixed program. Yes, somebody presses your button and all the ego is all, it's like an energy field. It's an energy field which is always sleeping, and when the right button is pressed, is coming, it's there. Yes, and you know it very well, and you cannot help it. Yes, you say, oh, my friend is here. Yes, I want to be this, I want to be that. Yes, or whatever, all your thinking belongs to that. The normal thinking, the normal stream of the thinking belongs to that ego. Yes, and the zikr is for interrupting that stream of thinking. Yes, that stream of saying, I am that, that is me, I was that, I have a right to be said, I was abused when I was a child. Yes, I may not forget that. Yes, I will not forgive the abuser and I will not forget it. I am insisting not to forget it. And then, forget it. Forgive and forget. Get a new life. Forget this. This is finished. You are grown up. You are not a childish one. Yes? Are you childish? Still childish? Then pray in the tahajjud prayer. Oh Allah, relieve me from the childish nafs. Nafsul. Yes? Nafsul al-Ghadbani, Nafsul al-Tifli, Mazmuma, wa akhlaqi al-Hamamima. Yes? The childish, blameworthy, childish nafs, yes, and the blameworthy characteristics. Free me from that. That is your only chance to pray for that, to ask at night time, to ask that. That is your only chance. You can run from psychologist to psychologist, he will not help you. You can take pills, you can do what you want. Make the zikr and ask
for forgiveness and ask Allah subhanahu wa ta'ala and your Shaykh for help to free you from these things. That is your only. And it is a grant and it is a mercy if anyone is successful in that. Yes. To be nothing. To be nothing. To give up. To be nothing. When you are nothing, you see your brother as he really is. You see your sister as he really is. You see your Shaykh as he really is. When you are nothing. Yes. And then you see that you are with him one. And that there is no difference. Because if two nothings, if one nothingness comes to the other nothingness, what's the difference? Tell me. You are one. You are one in Allah. That is what Allah wants from us. To be one. It's reality. Already it's reality. But we are not remembering. It's not open. We are thinking. And all these thinkings, thinking a thought is a division. It is a division. It's dividing. Any thought from this material creation is a divider. Divides you. Yes. When you're not thinking, when you are free from that, and you are coming to your being, to your zikr, to your heart, then it's not dividing. It's uniting. Zikr has to unite. That is the sign of the zikr. It's uniting. Yes, it's one. You are one. Yes, you are one. May Allah open this. Möge Allah unser Bewusstsein öffnen, ja, unser Herz öffnen für die Realität. Das ist eine Realität, ja, von der der Sheikh spricht. Das ist eine Realität des Menschen. Deine Realität, seine Realität, die Realität von jedem. Ja, möge Allah unsere verklebten, gibt es gar keine Worte für, verklebten, stinkenden, nein, Entschuldigung, also euer nicht, aber meiner, stinkenden, wie soll man sagen, Atmosphäre des Denkens, ja, möge uns davon befreien. Verbessert die Luft. Verbessert die Luft. Mögen wir ins Herz kommen, ja? Verzichten, verzichten auf unsere Ego-Ansprüche, auf die Gedanken. Ja, mögen wir erkennen, ja, dass die Realität ist ja da. Du musst ja keine Angst haben. Was willst du denn verlieren? Was denn? Außer deinen Müll. Sei doch froh. Was kannst du verlieren? Deinen Müll. Garbage. You can lose your garbage. That's all that you can lose. If your nafs dies, what dies? Wenn dein Ego stirbt, was stirbt? Dreck, oder? Ja. Dreck zu Dreck und Himmel zu Himmel, inshallah. Dein Herz wird sich öffnen. Ja, und du nimmst von den Schätzen, die ja schon da sind, immer da waren und immer da sein werden, in Ewigkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit, du nimmst davon. Und der Scheich hat den Schlüssel. Ja? Und die Wahhabis leugnen das, diese Idioten. Deswegen sind die immer in diesem Ding drin, in der Falle. Ja, weil sie es nicht akzeptieren, dass Allah subhanahu wa ta'ala jemanden beauftragt hat, ja, sie zu helfen, zu reinigen und hat die Schlüssel gegeben. Als Amanat, als eine Amanat. Ja, wenn die Zeitpunkt kommt, dann wird dein Herz aufgemacht und deine Schätze geöffnet und du gehst zu deinen Schätzen, zu dem, was du sowieso besitzt, sozusagen, was Allah dir gegeben hat und nimmst davon. Und was hält uns davon ab? Nur Shaitan und unser Nafs. Und die Gedanken sind Teiler. Es sind Teil, jeder Gedanke, den du hast, teilt sich. Deswegen ist das Sicke dazu da. Mach Sicke ernsthaft. Nicht Sicke, ich muss mal eine Sicke machen. Ja, ich muss wieder Sicke machen. Wie viel mache ich dann heute? Ich mache 1500 Mal Allah. Allah, 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 Allah. Dann bin ich fertig. Was kommt dann? Allahumma salli ala Muhammad. Programm. Ich muss mein Programm machen. Ja, dann macht man ein Programm. Du bist ein Programmierer. Ja. Sag einmal richtig Allah aus Liebe. Und vergiss mal deine Gedanken, wenn du einmal richtig Allah gesagt hast. Das ist mehr. Mehr. Ein tiefer Seufzer aus Liebe. Ein tiefes Bedauern, dass du mit Allah nicht bist. Ja, nicht sein kannst, weil du hier im Kopf bist. Verstehst du? Weil es da immer sich dreht. Ja, einmal richtig Allah, einmal richtig fragen, einmal richtig traurig sein, dass man nicht mit seinem Geliebten ist.
Das ist mehr wert, als wenn du 20.000 Mal Amen gesagt hast und dein Programm gemacht hast. Oder? Mach das mit der Niyat. Mach mit der Niyat deine Allah, dein Zikr. Erinnere dich. Vergiss nicht. Zikr ist Erinnerung. Erinnerung. Was machst du? Du erinnerst dich. An wen? An den Geliebten. Erinnerst dich. You're remembering, no? Your beloved one. It's not nothing. You remember your beloved one. By what? By computer? Or by making a program? That is love? That is not love. Love is something else. Love is finishing. Love is finishing. You finish. You have nothing. He is only. He is the only one. You are not there. No. He is there. Er ist da, aber wir sind nicht da. Gib. Dich total. Das ist Zikrullah. Ja, Zikrullah. Möge Allah uns helfen, inshallah. Und unser Herzen öffnen, ja, für das, was da ist. Ja, alle Menschen, inshallah, machen auf. Ja. Du bist der Barmherzige, ja? Ja, der Gütige, Barmherzige, der Wissende, der Sehende, ja, der Hörende, Allhörende. Ja, mashallah, gib den schwachen Menschen, wir sind schwach. Unglaublich schwach. Das ist subhanallah. Wir sind so schwach. Ja. Wie sagen, wie heißt es? Schwache Dünner. Abidin, Du'afa oder so ähnlich. Ajizin, bedürftig und schwach. Möge Allah uns helfen, inshallah. Uns die Kraft geben, uns einander zu helfen. Das ist der Weg. Ja. Helft den anderen, dient den Dienern. Ja, und vergesst alles andere, inshallah, was wir uns einbilden. Ja, möge Allah uns das wegnehmen, ja, und uns von seinen göttlichen Meeren der Barmherzigkeit, der Feinheit, der Intelligenz, der göttlichen Intelligenz ohne Ende in den Himmel davon geben, inshallah. Die Intelligenz, die uns nützt. Sagen die Juden intelligent, der ist so intelligent, der macht das in dem Leben, braucht mich nicht so intelligent. Vergiss diese Intelligenz, die weltliche Intelligenz. Die nützt dir gar nichts, überhaupt nichts. Gar nichts Nützliches. Die Seinsintelligenz, ja, die Intelligenz des Seins, ja, die ist wichtig. Inshallah. Möge Allah uns helfen. May Allah help us, inshallah, to find real intelligence from the name Al-Latif, from the oceans of Al-Latif, from the fine, from the intelligence which is there. It's there. It's the intelligence of the believer, the intelligence of Iman, intelligence of Al-Latif. Inshallah. From that, take. Don't think you must be very intelligent and to do this and that and this. This is not intelligence. No. No. There's nothing. Intelligence comes from the heart. So the being is there, gives you stream. Yes. May Allah help us, inshallah. And protect our master. Maulana Sheikh Muhammad Nazm al-Aqam al-Rabbani, be with him, give him long life, inshallah, and a strong body, healthy body, happy life, and a daily life in his heart with his followers, inshallah. And protect the Ummah, protect his murids, protect everyone, protect people, human beings, every good one, everyone who has a good intention. Yes, and may he also finish with the bad ones, inshallah. Put away the oppressors, never listening oppressors, agents of shaitan himself, take him away, tyrants, idiots, oppressors, no mind people, no character people, they are not people, no, they are animals, beasts. Take them away, Allah, for the honor of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, for the honor of believers, protection of believers, light of believers, happy life of believers. Ya Allah, for them, take them away, Ya Allah, soon, quickly, Ya Allah, with Sayyidina Mahdi alayhi salam, with Isa alayhi salam, with the awliya, Ya Allah, with the good believers, Ya Allah, bi hurmat al-habibika, bi hurmat al-mashaykhina, bi hurmat al-surat al-fatiha. Give something, we are collecting something, give whatever you can give as much as you can give.
We have to give also something to our government here. 14,000 euros they are asking from us, mashallah. 14,700 they are asking for us for the pavement on the street. These gangsters, they are taking from us. Give something so we can pay something, and anyone has an idea how we can pay this, he can speak to us or to Sheikh Ahmed. Inshallah. They are not accepting in Shura, they are really shaitan. They are not accepting.